Hallo und herzlich willkommen zu dieser Aufnahme. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es müsste die vierte Folge sein. Ja, doch, vierte denke ich einfach mal. Und die dritte. Oh mein Gott, ich weiß es echt nicht mehr. Tut mir leid. Auf jeden Fall, wir sind bei dem Level hier stehen geblieben. Bei dem Fischlevel. Und jetzt machen wir einfach mal bei dem Nitro-Tunnel weiter. Genau, wir sind dem Lava links nach. Vielleicht kann man es auch hören, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Fangen wir erstmal an. Es gibt eine Menge zu erzählen. Zum einen das mit dem... Oh lol, Alter. Warum ich gestern kein Video hochgeladen habe. Das lag ganz einfach daran. Hatte gestern vergessen. Nein, also zur Hälfte vergessen, zur Hälfte keine Zeit. Tut mir dann natürlich nochmal leid. Deswegen kommt heute wieder eins. Aber allgemein geht es jetzt heute mal wieder um das Thema Videos. Denn wie man sehr doll bemerken kann, bin ich so ziemlich einer der Einzigen, der ein Video hochlädt. Ab und zu kommt ein Video von Murat. Vielleicht kommt noch mal wieder ein Video von Arne oder ein Rico. Manchmal auch von... Was soll das denn jetzt? Okay, also haben wir erstmal wunderschöne Zeitlupe. Okay, auch nicht. Ja, okay, ich glaube, ich weiß schon, was man da machen muss. Das ist ein bisschen anstrengend. Das heißt, hier fahren wir jetzt erstmal ein bisschen Gas rüber. Um hier perfekt aufzukommen. Also, es gibt halt eben ziemlich viel, worüber ich reden könnte noch. Ich weiß gar nicht, ob das heute alles in dieses Video schaffe, reinzumachen. Also halt drüber zu erzählen und so, weil, Alter, das ist... Es ist echt ziemlich... Es gab unter anderem Leute, die einfach keinen Bock mehr hatten, einfach so, obwohl wir alle den YouTube-Channel wollten. Also ich rede jetzt ganz speziell von dem YouTube-Channel und die Videos. Und das ist halt eben, für mich ist das zumindest schon mal ziemlich scheiße, weil ich habe mich ungefähr 4 Monate oder sowas mit dem Channel beschäftigt, um ihn zu erstellen, um alles drumherum zu erstellen, um alles einzuplanen, um eigentlich um alles. Und jetzt sagen mir so ein paar Leute, okay, einer im Moment nur, er hat keinen Bock mehr, und die anderen sagen, ja, manchmal schaffen wir es einfach nicht und so. Obwohl wir alle hatten... Also ich habe allen noch einen Monat Zeit gegeben, um sich darauf vorzubereiten, weil einer auch einen Monat nicht konnte. Das war dann dem Moment Murat. Aber wir hatten alle noch einen Monat Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Einen Monat darauf vorzubereiten. Und das ist echt mehr als genug, würde ich sagen. Weil die mussten eigentlich gar nichts machen, außer vielleicht ein paar Spiele raussuchen und vielleicht schon mal ein Testvideo hochladen, was ich ihnen ab und zu gesagt habe. Ihr könnt hier einmal mal ein Testvideo machen. Ich werde mir dann auch die Zeit nehmen, um... mir das anzugucken und euch zu sagen, wo vielleicht noch was fehlen könnte und alles. Was ist passiert? Natürlich gar nichts. Also niemand hat auch nur irgendwas gemacht. Und da kommen wir halt zum nächsten Punkt, dass halt eben keine Videos kommen. Höchstens mal 1 bis 2 Videos pro Tag, und das ist halt echt für einen 5-Leute-Kanal nicht unbedingt viel. Anders gesagt, viel zu wenig. Und wir haben halt alle, wir wollten alle den Kanal. Fand ich auch vollkommen okay. Aber wenn halt gar nichts kommt von den anderen, dass ich mich um alles kümmern muss, dann muss man dann auch irgendwie verstehen, dass ich da auch irgendwann mal keinen Bock mehr zu habe. Ist jetzt nicht so, dass ich den Kanal aufgebe, woran ich zuerst sogar gedacht habe. Was aber für mich ein bisschen scheiße wäre. Sondern es ist ganz einfach so... Ja, da oben schmeiße ich mir einfach mal irgendwas ab, okay. Es ist ganz einfach so... Ich werde... Also zumindest von mir aus gesehen, werde ich versuchen... Alter... eine Pause zu machen. Das heißt, da ich sowieso Praktikum habe vom 6. bis zum 4. Nee, doch, 6. bis zum 24. Januar, denke ich mal, war das irgendwie so in der Art, werden von mir erstmal so gut wie gar keine Videos kommen. Das kann ich natürlich nur von mir behaupten, von den anderen weiß ich das sowieso nicht. Das einzige Problem dabei nur ist, lol, das einzige Problem dabei ist, dass wenn von mir keine Videos kommen, dann kommen wahrscheinlich so gut wie gar keine Videos, weil die anderen, die laden ja nichts hoch. Und das heißt, wenn nur ich eine Ausnahme machen würde, das heißt, wenn nur ich keine Videos hochladen würde, wäre es normalerweise in einem 5-Leute-Kanal eigentlich kein großes Problem, weil da hätte man ja immer noch ein paar Videos, die man sehen könnte, und es ruckelt immer und immer mal wieder. Alter. Und das ist... halt nur ein Problem, weil ich sozusagen der bin, der im Moment noch am meisten Videos hochlädt. Weil die anderen halt einfach nicht dazu kommen. Oder einfach nur mal keinen Bock haben oder was auch immer.
Die interessiert das sozusagen gar nicht. Also, ich merke halt, wir reden ja manchmal, oder was heißt manchmal, wir reden ziemlich oft sogar über TeamSpeak, über unseren Server, wo im Übrigen auch jeder gerne raufkommen kann, wenn er irgendwelche Fragen hat oder einfach nur reden möchte. Wir haben viele User-Channel-Kanäle und so weiter und so fort, das ist auch ein anderes Thema. Da reden wir immer ziemlich viel. Und ich sag dann immer, ja, wollt ihr nicht mal wieder ein Video hochladen, so? Und dann, ja, aber ich habe gar nicht so viel Zeit. Und währenddessen ist es natürlich so, dass sie irgendein Spiel spielen. Und dann sage ich, ja, ihr spielt doch gerade ein Spiel. Warum nehmt ihr das nicht einfach auf? Ja, nee, das ruckelt dann immer bei mir so. Ja, müsst ihr euch halt ein anderes Spiel suchen. Ja, nee, das, also, pff, darauf zurück kein Spiel. Ich meine, bei mir ruckelt es auch manchmal. Okay, jetzt gerade natürlich. Weißt du, das ist wieder so Vorführeffekt. Alter, lol, ganz im Ernst, was geht gerade ab? Eine FPS, ja. Alles klar, okay. Also ist halt, okay, wenn das hier mal so ein bisschen irgendwas macht. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ich mache mal kurz so ein bisschen Pause. Zoom. Hauptsache, wir fahren jetzt rückwärts ins Ziel irgendwie. Auf jeden Fall, während das halt irgendwas macht. Alter, ganz im Ernst. Geht doch. Es ist halt einfach für mich mega scheiße. So kann ich schon mal sagen. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Pause machen würde, was ich wahrscheinlich mache. Ich weiß jetzt noch nicht wie lange. Vielleicht so bis Ende Januar oder so. Aber das heißt jetzt nicht, dass gar keine Videos mehr von mir kommen. Das heißt, dass ab und zu mal nur noch Videos kommen. Das heißt nicht unbedingt jeden Tag. Sondern vielleicht 4 Videos in der Woche oder sowas. Oder ich gucke halt einfach mal. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz eine kleine Pause machen. Wir sind nicht unbedingt viel weitergekommen. Es war halt eben kurz was, aber naja, das ist jetzt was anderes. Also, wo ich stehen geblieben bin, vielleicht 4 Videos pro Woche. Ich weiß es selbst noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es natürlich scheiße, weil dann hat man eigentlich ja gar nichts mehr zu gucken. Und ich weiß auch, dass wir dadurch eventuell Abonnenten verlieren könnten. Ich hoffe natürlich nicht, weil ich möglichst den Kanal am Laufen haben möchte. Weil eben, es wäre gut, wenn ihr vielleicht so ein bisschen unterstützen würdet und einfach auch mal vielleicht. Ihr könnt ja gerne jeden Tag mal reingucken oder ab und zu mal reingucken. Da werden wahrscheinlich irgendwas wieder dabei sein für euch. Aber halt, im Moment ist es halt. Alter, ganz im Ernst, was mache ich denn überhaupt gerade? Das ist einfach nur. Einfach scheiße. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich meine. Okay, also sehen wir das mal folgendermaßen. Ich bin jetzt gerade sozusagen der Einzige, der hier irgendwas macht. Und wenn ich jetzt eine Pause machen würde, dann würde absolut gar nichts mehr passieren. Das heißt, sozusagen wie ein Geschäft, das nicht mehr läuft. Ja. Das heißt, den anderen muss ich jetzt erstmal voll aufs Maul geben, dass sie auch mal was machen sollen. Damit überhaupt mal irgendwas passiert. Allerdings haben die natürlich gar keinen Bock. Ich meine, was auch sonst. Alter. Ich will gerade echt wirklich rüberkommen. Und ja. Also, boah. Ja, können wir auch schon wieder vergessen. Es ist einfach nur scheiße. Ich meine, ich werde. Mit der Pause bin ich mir jetzt sowieso noch nicht ganz so sicher, aber ich hoffe einfach mal, dass ich das mache. Weil im Moment habe ich auch nicht ganz so viel Zeit, aber ich versuche es halt wenigstens. So wie wir uns alle. Ich meine, ihr müsst das so verstehen, es war nicht unbedingt. Alter. Ja, komm, fuck you doch. Also, es war nicht unbedingt meine Idee, den Kanal zu machen. Es war die Idee von uns allen. Sage ich es einfach mal so. Wir alle wollten gerne Videos machen. Wir alle wollten gerne auf jeden Fall auf YouTube Videos machen. Und jetzt passiert halt sowas. Und sowas ist halt eben das, womit ich schon gerechnet habe, weil irgendwie niemand wirklich Bock hatte. Wir haben auch schon 2 Mitglieder ersetzt. Das heißt, zuerst hatten wir statt Enrico hatten wir noch jemand anderen. Der kam dann viel zu wenig on. Und dann hatten wir noch einen, der kam auch viel zu wenig on und der hatte einfach gar keine Lust darauf. Und das war halt eben sehr kompliziert. Und ich glaube, hier war ich auch noch nie. Und das ist halt, Alter, das ist mega scheiße. Und ist das Level, okay, was auch sonst. Ist ja auch ein Hardcore-Level. Und das ist. Ja, das muss man halt irgendwie schon so verstehen. Das ist natürlich blöd. Und ja. Also jetzt überlege ich nur gerade, was ich machen soll, weil ich möchte natürlich nicht, dass irgendwie niemand mehr auf unseren Kanal gehen möchte, weil einfach nichts mehr kommt, was gut sein kann, weil die anderen Noobs ja nichts machen.
Womit ich die jetzt natürlich nicht beschimpfen möchte, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass die Rechner nicht. Ich habe denen sogar extra vorgeschrieben und, oder anders gesagt, Aufgaben gegeben. Das heißt, ich habe gesagt, ja, okay, wie wär's mal, wenn ihr genau um die Uhrzeit aufnimmt, für 2 oder 3 Stunden, und dann habt ihr erstmal Folgen für die nächsten paar Tage. Dann müsst ihr danach gar nichts mehr machen. Ihr könnt den ganzen Tag spielen, so wie ihr das ja auch immer macht. Ja, okay, machen wir gleich, wir setzen uns gleich ran. Ein paar Stunden später. Ja, und habt ihr schon aufgenommen? Nee, aber das wollten wir jetzt gleich machen. Ja, okay, ihr wisst aber schon, dass es, keine Ahnung, 12 oder sowas wieder ist oder was auch immer. Ja, okay, dann machen wir es halt morgen. Morgens dann. Ja, und habt ihr schon was aufgenommen? Nee, ich glaube, aber ich schaffe das heute leider nicht mehr. Es wurde mir viel zu spät erst gesagt und so weiter und so fort. Ja, um 15 müsste ein Video kommen. Also jetzt nur mal kurz so als Beispiel. Das ist natürlich nicht nur Murat, der sowas macht, sondern eigentlich jeder. Den sage ich das immer Bescheid. Das heißt, um 15 Uhr, 15:30 Uhr, 17 Uhr, 17 Uhr, nee, etwa 17:30 Uhr und 18 Uhr meine ich. Das waren dann so jetzt die Zeiten von den anderen, und ich habe nur 10 FPS. Geht doch. Und ja. Und dann, ja, nee, es ist halt schon 14 Uhr oder sowas. Ja, wollt ihr nicht mal aufnehmen? Ja, okay, warte, ich nehme jetzt auf. Nehmen die auf, müssen die auch rendern, müssen die auch hochladen. Dann kam das Video entweder gar nicht oder 3 Stunden später. So soll es natürlich auch nicht sein. Und ich habe denen den ganzen Tag vorher Bescheid gesagt. Und die wollen natürlich erstmal nichts machen. Und ich weiß jetzt, wie ich das hier, glaube ich, mache. Dafür muss ich nur erstmal ein bisschen weiterkommen. Und das ist. Ich verstehe sowas einfach nicht. Warum man. Ich meine, ist das normalerweise auch so, dass man einfach nicht auf andere hört, weil man. Also, die haben sich ja sozusagen damit selbst verpflichtet, dass sie es gerne machen wollen. Wir alle machen es eigentlich nur. Also, ich nehme zum Beispiel auf, weil es mir ganz viel Spaß macht und ich das gerne mache. Aber die anderen, da habe ich echt schon keine Ahnung mehr. Und die meinten zuerst auch, ja. Das wird voll cool mit dem Kanal und so weiter und so fort. Ja, und jetzt sowas halt. Aber ganz im Ernst, wie soll man das machen? Alter. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir schon gerade aufnehmen, weil ich eben kurz die Aufnahme unterbrechen musste und damit auch Audacity, damit ich mir übrigens meine Stimme aufnehme, aber ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeiner Skill-Folge gesagt. Okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Wir können ja unendlich lange fliegen, deswegen. Alter, was ist denn das noch? Ach ja, komm! Alter, nur weil ich so schief stand, oder was? Okay, komm, wir fahren jetzt einfach nur geradeaus. Ja, so viel dazu und mal wieder Selbstmord. Okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie lange, weil unten steht man ja auch sieht man ja auch die Zeit. Das heißt, so ungefähr 13 Minuten müssten wir jetzt bei sein. Steht da, also mit dem Intro, was ihr seht. Oder was auch immer, mehr oder weniger. Okay, wir warten jetzt einfach. Und hier geben wir jetzt einfach Vollgas. Springen hier einfach ab und fliegen einfach mal so ein bisschen. So, und während das hier so schön ruckelt. Alter, ich muss mich jetzt gerade so ein bisschen konzentrieren, weil ich habe keinen Bock, das Video dann gleich neu zu machen. Ja, und naja, ich glaube, das wird nur eine Folge mit einem einzigen Level. Naja, ne. Aber immerhin, das wird wahrscheinlich auch sowieso erstmal die letzte Folge sein, und das werde ich vielleicht, ich weiß nicht, wirklich Informationsvideo oder was auch immer nennen. Wichtige Informationen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, es ist, also, ganz im Ernst, es ist so mega scheiße, wenn einfach niemand was macht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das schon erzählt habe, und ich weiß nicht, warum ich gerade nicht durchkomme. Aber das ist einfach nur Scheiße. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht gerade wirklich, was ich dagegen tun soll. Weil ich möchte halt eben, dass der Kanal weiterläuft, aber wie soll ich das bitte schön machen, wenn nie was kommt? Ich meine, okay, da hinten ist schon Ziel. Aber ja, explodiert jetzt erstmal nochmal alles. Voll die geilen Special-Effekte. Alter, lol. Ja, das war mal ein Hardcore-Level. Und ich glaube, damit sind wir jetzt endlich fertig. Wir sind sogar Erster. Als Einziges. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich erstmal eine Pause machen. Es kommen ab und zu mal wieder Videos. Müsst ihr halt ab und zu mal reingucken. Ich hoffe, dadurch passiert jetzt nichts Schlimmes oder sowas, so dass wir vielleicht Abonnenten verlieren oder dass uns niemand mehr mag. Kann ja alles passieren. Im Hintergrund sehen wir noch, wie geil wir gefahren sind und wahrscheinlich gleich wieder sterben, weswegen auch immer.
Und naja, ich rede nochmal mit den anderen Leuten, ob die vielleicht mal ein bisschen mehr jetzt machen könnten. Wäre ja gut, dass sie mich mal unterstützen in irgendwas. Da hatten wir wahrscheinlich mega Lags, egal. Unterbreche ich jetzt einfach mal die Aufnahme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Aber wenn ich auf Continue drücken würde, würde ich dann ins nächste. Ja, okay, hier sind wir fertig. Okay. Das heißt, als nächstes kommen die Challenge Levels. Halt eben ein paar Level und hier gibt es halt noch ein bisschen was. Also werden wir ihn halt mal sehen. Und dann bis irgendwann mal. Es kommen halt ab und zu mal wieder Videos. Vielleicht auch morgen schon wieder. Kann sogar gut sein. Man sieht sich also dann irgendwann. Deswegen, tschüss.